Als allererstes möchte ich euch und euren Familien noch frohe Restweihnachten wünschen und vor allen Dingen bleibt gesund, lasst euch reich beschenken, eine schöne Zeit und so weiter und so fort und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht nochmal hören, aber ich gehe davon aus, das ein oder andere Video wird es von mir dieses Jahr noch geben. Vor allen Dingen morgen kommt nochmal ein Video, es gibt nämlich ein großes Jubiläum zu feiern. Jetzt geht's aber erstmal, lasst euch überraschen, jetzt geht's erstmal um das Thema Anti-Cheat-System. Ich habe vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet, dass das Anti-Cheat-System von Respawn überarbeitet wird, beziehungsweise von EA. Jetzt hat sich ein Respawn-Mitarbeiter offiziell dazu geäußert und sagt, er freut sich auf jeden Fall oder sehr hyped auf 2023 und freut sich, dass die Änderungen im Anti-Cheat-System dann online gehen und so weiter und so fort. Und er kündigt auch an, dass es nächstes Jahr wieder mehr Livestreams geben wird. Wir wissen das oder alle, die schon sehr lange dabei sind. Es gab oder es gibt den YouTube-Kanal von Respawn immer noch, der ist aber auf Eis gelegt. Da haben eine der wichtigsten Devs, 3-4 an der Zahl, haben das immer am Leben gehalten, haben immer mal alle paar Monate einen Livestream rausgeballert und haben uns auf Stand gehalten. Was ist im Split geplant? Was gibt es für Änderungen, Diskussionen und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann diese Kündigungswelle, wo die wichtigsten Devs alle gekündigt haben und schon war der YouTube-Kanal tot. Und wir wissen, wie das bei Respawn in Sachen Kommunikation an die Community so stattfindet. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Jetzt kommen wir aber zum Anti-Cheat-System. Wie gesagt, vor einigen Monaten habe ich darüber berichtet. Und das geht leider auch aus dem letzten Video nicht wirklich raus. Es geht eher so in Richtung PC-Anti-Cheat. Und ich hoffe natürlich auch, und das wird eben nicht geschrieben oder kommuniziert, sind auch die Konsolenspieler betroffen. Gibt es Anti-Cheat-Systeme, die Strike-Packs, Chronosens und den ganzen Schnickschnack erkennen oder Hardware, die es möglich macht, an deiner Playstation mit Maus und Tastatur zu spielen und so weiter und so fort. Es wird leider nicht wirklich kommuniziert, wobei ich aber hoffe, dass genau das passiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr denn dann wirklich das Gefühl, dass es in den Konsolenlobbys so heftig überlastet ist mit Leuten, die Strike-Packs und so weiter und so fort benutzen, Fremdhardware oder auf den PCs, Wallhacks, Aimbots, was es nicht so alles gibt. Schreibt mal rein. Man kann es als Konsolenspieler meist nur vermuten. Leider gibt es keine Abschusskamera, wo man wirklich mal gucken kann, da geht irgendwas wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Auf PC ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu erkennen. Mensch, da arbeitet jemand mit Cheats. Aber da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn da was passiert. Ein Punkt bei dem Tweet oder bei dem Post ist eben, 2023 ist lang und im Hause Respawn ist es gerne mal so, es wird was angekündigt für ein Jahr und so ein Jahr ist lang, wie es andere auch und so richtig wissen wir da nicht, wann genau wird denn sowas rausgeballert. Es ist sicherlich wichtig und ich hoffe auf mehr. Es gibt nämlich, weil ich jetzt noch einmal das Thema Fremdhardware und Controller und so weiter angesprochen habe, es gibt von, ich glaube es war Activision auf jeden Fall einer der COD-Publisher und Fortnite, die haben nämlich ein Anti-Cheat-System entwickelt, was ich sehr, sehr genial finde. Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Die erkennen, Achtung, du Konsolenspieler hast was an deinem Controller, was mir nicht passt, mach's ab, sprich ein Strike-Pack zum Beispiel oder es werden Maßnahmen ergriffen. Und genau das gibt es eben für COD und Fortnite. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es schon online ist. Und ich hoffe, dass EA sich genau dieses System abguckt, damit wir endlich auch von Strike-Packern und Co. befreit sind auf den Konsolen, weil man oft das Gefühl hat, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist zwar oft nur ein Gefühl, man weiß halt nicht, ob es wirklich stimmt. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, ob ihr ebenfalls denkt, dass wir extrem stark mit diesem ganzen Zeug überbelastet sind in den Lobbys. Wie gesagt, wir hören uns sicherlich das ein oder andere Mal dieses Jahr. Morgen gibt es auf jeden Fall nochmal ein Jubiläumsvideo. Es gibt nämlich ein Jubiläum bei mir zu feiern. Lasst euch morgen einfach mal überraschen. Keine große Sache inhaltlich, aber eine große Sache für mich. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr morgen auf jeden Fall zu dem Video nochmal einschaltet. Und wie gesagt, fröhliche Restweihnachten. Guten Rutsch, wenn wir uns nicht nochmal hören. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.